Hallo und willkommen zurück bei The Witcher 3, der wilden Jagd. In der letzten Folge haben wir uns die letzten Katzenausrüstungs-Schatzsuche-Quests beendet sozusagen und alle Sachen beisammen. Und damit reisen wir mal zurück ins gute alte Novigrad. Und dort können wir dann unser Silberschwert, glaube ich, das fehlt noch. Und unsere Armbrust. Ja, zum allerersten Mal eine Armbrust bei einem Set dabei. Können wir uns ebenfalls basteln. Darauf freue ich mich ja besonders. Wirklich besonders, denn dann sind wir wirklich wieder mit richtig gutem Equipment bestückt. Na komm, Geralt, raus hier aus dem guten alten Wasser. Na, komm schon. Du wirst doch wohl diese Kante da überstehen. Mann, Mann, Mann. So, und dann mal raus. Rufen wir unsere Plötzeliese, die hier bestimmt irgendwo rumstreunert. Da ist sie auch schon. Und dann mal zurück in die Stadt. Vielleicht treffen wir noch was unterwegs. Mal schauen. So, da wären wir auf dem Weg. Und können die Reise antreten. Ich werde jetzt mal nicht sprinten, sondern ich möchte ein klein wenig die Aussicht mal wieder... Halt, da lang. Ein wenig genießen, da wir das schon sehr lange nicht mehr getan haben. Hier haben wir einen Gegner. Ein Necker. Nun ja, haben wir fast tot, aber auch nur fast. Noch ein Necker. Also hier wimmelt es ja von Neckern in der Gegend. Da wäre ein Bötchen. Das brauchen wir jetzt aber gerade nicht. Ach, komm, den Neckar, den weichen wir jetzt mal. Aus! Und hier haben wir eine Holzfällerhütte. Ich steig da gerade mal ab. Guck mich hier gerade mal um. Hallo? Einer zu Hause? Keiner da? Diese Tür muss aber auch ganz schön zügig sein. Eine Holzfällerhütte, aber kein Holzfäller. Verdächtig. Aber gibt keine Quest hier. Vielleicht ein andermal. Komm, ich will vor Dunkelheit Einbruch in Novigrad sein. Also weiter geht die Reise. Lang kannst du nicht mehr sein. Wir sind hier nämlich an den Stadtmauern schon angekommen. Warten jetzt nur noch auf den Weg auf die andere Seite. Ja, mit euch lege ich mich jetzt auch nicht an. Komm, gehen wir mal Kette hier. Wo reitet Plötze denn schon wieder hin? So. Da wären wir auch schon. Ich weiß nicht wo, aber das sieht hier nach irgendwie einem Festbankett aus oder sowas. So ein mit Bühne. Hallöle. Boah, ein Feuerspucker. Was? Ein Retter? Na dann. Reiten wir mal weiter. Hallo alle zusammen, ich bin's, euer Hexer Geralt. Ich sehe jetzt gerade hier keinen Händler. Lass mich doch mal hier vorbei. Weiter geht's. So, wir sind am Hafentor. So, nun aber. Nur aber auf die andere Seite und hindurch. Ich hoffe mal, dass ich irgendwo ein Schwertschmied gerade mal finde. Ich meine, hier in der Nähe des Hafens war doch einer, oder nicht? Gehen wir mal auf die Karte. Ja, das ist der Händler. Ja, mein Problem ist immer, dass die nicht angezeigt werden. Das finde ich ein wenig nervig. Das ist die große Frage. Ja, das ist alles außerhalb, das ist klar. Da wollte ich nicht hin. Der war so... Reiten wir mal geradeaus auf den Platz da vorne. Ich glaube... Warum bist du auf der Straße, hä? Willst du anständige Männer auf schmutzige Gedanken bringen? Ich muss zum Brunnen. Natürlich. Halt. Um zu vergiften. Ganz sicher. Scheiße. Wie ein Müller so. Was ist hier los? Ich glaube, die Dame legt keinen Wert mehr auf eure Begleitung. Dame? Welche Dame? Hast du die Ohren gesehen? Elfen. Jedes Kind weiß, dass Elfen nichts Gutes im Schilde führen. Ich führe nichts im Schilde, ich schwör's.
Ich möchte nur Wasser holen. Und wie willst du Wasser holen? Wo ist dein Krug, hä? Wo ist dein Eimer? Erzähl einfach die Wahrheit. Warum erzählst du nicht einfach die Wahrheit? Was meinst du mit warum? Sie ist ein Anderling. Die lügen wie gedruckt. Lass dich vom schönen Gesicht nicht verzaubern, Hexer. Von außen bild hübsch diese Elfinnen. Puh, aber von innen verdorben. Warum sagt sie nicht die Wahrheit? Aber lass sie doch einfach in Ruhe. Die wird schon nichts lass anrichten. Lass sie in Ruhe. Welches Recht hast du, mir Befehle zu erteilen, hä? Lass uns gehen, Radi. Töten ist wie ein Wimpernzucken für Hexer. Du kannst durchatmen. Es ist vorbei. Vorbei? Für dich vielleicht. Du ziehst fröhlich weiter. Aber ich werde hier bleiben müssen. Und sie auch. Wer ist sie? Hör auf, so viel Dankbarkeit ist zu viel für mich. Was für Manieren. Da sind uns die älteren Rassen wirklich um einiges voraus. Was erwartest du denn? Bezahlung? Oder dass ich dir in die Arme falle und vielleicht die Beine für dich breit mache? Geh, wat gern. Und vergiss nicht, wir wollen und brauchen dein Mitleid nicht. Gut, dann halt nicht. Entschuldigung, dass ich dich da vor diesen Affen da gerettet habe. Och, mein Gott. Himmel. Was eine... Na. Ich sag mal nicht mehr, sonst kommt mir noch irgendwas über die Lippen, was ich nicht sagen möchte. Oder wollte, eher gesagt. So, jetzt bin ich aber erstmal auf der Suche nach dem richtigen Ort. Dort nämlich, wo der Schwertschmied ist. Und ich glaube, das ist hier links. Dann nochmal links. Da drüben. Da drüben auf die andere Seite. Ich glaube, hier sind wir richtig. Hier wollte ich hin, genau. Hier müsste der Waffenschmied sein und da können wir dann unsere Waffen mal eben kurz herzaubern oder zusammenzaubern oder... Naja, lassen wir das. So, hallöle. Mal wieder keiner vor Ort. Meditation für eine Stunde, vielleicht haben wir ja Glück. Es ist zwar schon 20 Uhr abends, aber nee, hier arbeitet keiner um 20 Uhr abends. Dann warten wir mal auf den nächsten Morgen. Morgens um 10 Uhr oder 9 Uhr dürfte ja wohl einer da sein, oder? Ja gut, um 8 Uhr könnte knapp werden. Ah, da ist aber jemand. Die Nacht hindurch. Hallo, Ille, mein Freund. Ich hätte da Arbeit für dich. Soll ich dir was schärfen oder umschmieden? Was herstellen wäre schon mal nicht schlecht. Was aber erstmal Angebot? Handeln. Ich möchte nämlich ein bisschen was loswerden, denn wir haben da unterwegs wieder ein bisschen was mitgeschleppt. Hoppala. Ja. Einmal haben wir hier ein schickes Schwert. Das bringt uns aber so gar nichts. Dann haben wir das noch und das noch. Was haben wir noch? Das haben wir hier. Dann haben wir noch ein paar Höschen. Die können wir auch mal loswerden. Brauchen wir alles nicht. Was ist das hier für ein Schwert? Okay. Da können wir aber auch verkaufen, die Mondklinge. Die ist zwar ganz schick. Aber ich schätze mal, dass das Katzenschwert gleich dann doch besser sein wird als das Schwert, was wir gerade tragen. Von daher, na komm. Stellen wir es erstmal her und dann können wir immer noch entscheiden. So, ja, da ist nichts mehr. Da will er auch nichts von haben. Wurscht, dann haben wir hier. Schema Katzenarmbrust. Hervorragend. Können wir herstellen. Einmal bitte machen. Zack. Und dann das andere Schwert. Schwert. Greifen, Harpie, Katzensilberschwert. Oh, da fehlt was. Uns fehlt Rubinstaub. Nun gut, den kriegen wir bestimmt irgendwo her. Einmal alles reparieren, bitte. Zack. Ich brauche Rubinstaub. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwo ein Rubin herzaubern können. Makelloser Rubin. Einer reicht. Dann haben wir einen normalen Rubin. Der müsste jetzt irgendwo aufgetaucht sein. Rubin. Nein, das ist kein Rubin. Das ist auch keiner. Ist das hier?
Rubin, genau. Einer reicht. Ja, komm, mal zwei. Dann haben wir direkt mal zwei Stück davon. So, dann haben wir Rubinstaub. Und dann können wir nämlich zurück hierhin. Ah, das Durchblättern ist ein bisschen nervig. So, greifen Silberschwert, Katzensilberschwert. Da ist es schon. Ja, macht deutlich mehr Schaden. Aber wenn ich sehe, was ich dann noch alles an Ausrüstung kriege. Hey, Danai. Ja gut, erstmal das Katzensilberschwert. Einmal bitte brutzeln. Zap. Das wäre hergestellt. Und damit gehen wir erstmal raus. Bis dann. Wir gehen in unser Inventar. Und dann schauen wir uns erstmal hier um. Oh. Ja, die Katzenarmbrust können wir noch nicht tragen. Dafür bräuchten wir Level 29. Verdammt. Gut. Aber das Katzensilberschwert, das können wir anlegen. Genauso eine Rune dafür. Wir haben hier so ein paar Adrenalingewinn. Chance auf Einfrieren um 5% und Betäuben. Zack, zack. Einmal rein damit. Und jetzt können wir die restlichen Schwerter verkaufen, wie das hier. Reden wir mit dem Guten nochmal und dann soll ich dir haben wir unsere Ausrüstung. Ja, quatsch mich nicht voll. Was hast du im Angebot? Ich will nur was verkaufen, zerstören und ach, was weiß ich nicht alles. Erstmal Verbesserungen entfernen und zwar aus diesem Schwert. Zack. Und dann können wir nämlich die Schwerter loswerden. Ich will die nicht zerstören, weil bringt eh nichts. Ich will sie nur verkaufen. Das bringt nämlich 500 und fast auch nochmal 500. Ja, wenn das nicht mal lecker ist, was wir da bekommen haben. Was, aber der hat, was hat der denn für Runen hier? Chance auf Verbrennen. Oh. 5%. Was ist das da? Rüstungsdurchbohrung. Also Chance auf Verbrennen nehmen wir schon mal mit. Also der hat hier lecker Runen. Ey. Das ist ja Chance auf Taumeln, Einfrieren. Was ist das da? Bluten. Vergiften nehmen wir. Oh. Ich hätte vielleicht auch auf den Preis achten sollen. Hüstel. Ärgerlich. Ja, das ärgert mich jetzt wirklich, weil das war arschteuer, was wir gemacht haben. Naja, egal. Wir werden schon unser Gold zusammenkriegen. Hier können wir was verkaufen, sehe ich gerade. Das brauchen wir auch nicht mehr. Nun gut. Ja, es ist jetzt ein bisschen ärgerlich gewesen, aber egal. Bis dann. Ein bisschen mehr auf die Preise achten, dann passiert sowas nicht. Nun gut, dann gehen wir mal zu der Quest, die wir hier noch haben. Weil dieser Gnom, den wir da ja vor einigen Folgen, bevor wir die Katzenausrüstung gesucht haben, gesehen haben, das war ja äußerst interessant. Jetzt muss ich mich ein bisschen aufpassen, dass ich mich nicht verlaufe. Kommen wir richtig gut voran mittlerweile. Und dann können wir uns schon langsam, aber sicher wieder an die Hauptquest machen. So, da wären wir wieder an diesem Ort. Hier hatten wir den Gnom getroffen. Ihr erinnert euch. Und wieso sollen wir hier jetzt die Hexersinne nutzen? Was ist nochmal mit Foltest passiert? Bringt uns das irgendwie weiter? Seht ihr hier was? Also ich sehe hier gar nichts. Ich laufe mal hier entlang, vielleicht auf der anderen Seite. Die Leute in dieser Stadt. Also weiter nach oben soll es auch nicht sein. Er hat Liebesamulette verkauft. Meine Schwester wird das nicht glauben. Nette Unterhaltung. Hexer. In dieser Stadt. Hexenjäger. Völker. Da oben ist ein Händler. Schmutzig wie die Individuen selbst. Und da ist noch ein Händler. Oh, hey, Händler. Grauschopf. Hey, Hexer. Erinnerst du dich an mich? Wie könnte ich dich vergessen? Der Verkäufer magischer Waren.
und ein erstaunlich flinker Läufer. Etwas langsamer und sie hätten mich geschnappt. Und du bist ein feiner Kerl, weil du mich nicht verpfiffen hast. Dafür werde ich dir einen Rabatt geben, Kumpel. Und? Wollen wir ins Geschäft kommen? Ja. Zeig mal her. Diesmal hoffentlich ohne Unterbrechung. Was hat der denn Feines? Na, ganz toll. Hat sich ja voll gelohnt. Also, Runen hat er. Was ist das denn da? Kleine Glyphe der Durchdringung wird zur Herstellung von Ausrüstung und Gegenständen verwendet. Aha. Na dann, was haben wir hier? Rezept Äther. Wird für alchemistische Zubereitungen verwendet. Ja, nehmen wir einfach mal mit. Auch wenn es relativ unsinnig ist. Ansonsten nur Bücher. Enthält Zusatzinformationen. Das Monstrum Alstar ist eine Bescherung des Hexers. Nicht ganz die Teufel. Angewandte Magie. Ghule und Alghule. Ja, gut. Das ist jetzt nicht das, was ich erwartet hatte eigentlich. Hey, grauer Ritter. Brauchst du einen Knappen? Nein, ich brauche keinen Knappen. Können wir ein Häppchen brauchen? Gut, die Quest wäre beendet und dann haben wir hier noch einen Kaufmann. Mit dem können wir auch mal eben reden. Zeig mal deine Waren, mein Freund. Was hat der denn alles so? Wow, der hat leere Flaschen. Ein Flaschensammler. Ich bin begeistert. Aber der nimmt... Ach, es gibt Händler, die das auch kaufen, ja? Hier, nimm sie alle. Ich brauche den Schund nicht. Was kriege ich denn dafür? 400 Gold, nehmen wir. So oft wie ich mit dem Bolzen schieße, das ist ja, naja. Hier die Runen, die können wir auch mal ein bisschen verkaufen. Oh, der hat nicht genug Gold. Entschuldigung. Gut. Bis dann. Können wir weiterreisen. Und gehen wir jetzt mal in die Quests. Was haben wir denn alles so? Finde Junior. Ruivens Schatz, klar. Ah, das haben wir ja auch noch. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also wir haben hier reichlich noch zu tun. Zurück zu den Quests. Hexeraufträge. Wir hätten hier mysteriöse Spuren, das ist aber Level 20. Das ist noch ein bisschen hoch, würde ich sagen. Dann haben wir Schatzsuchen. Ja, da können wir uns schon bald hier dran wagen. Die Verbesserung in der Greifenausrüstung. Darauf freue ich mich auch schon. Weil, für die Hose, Stiefel und das Stahlschwert, weil eins haben wir ja schon. Und dafür können wir dann den Rest finden. Ah, ist schon schick. Aber nur Katzen und, ja, gut. Ah, nein. Ich wollte, ah ne, Schatz suchen, das war ja, ist ja schon. Hexeraufträge war ja klar. Nebenquests, da haben wir nicht mehr so viele. Da können wir uns vielleicht... Was ist denn das? Sprich mit Hacker. Können wir tun. Wenn wir ihn finden. Ja. Ich glaube, das machen wir auch. Das ist eine Nebenquest. Wo ist er denn jetzt? Da. Sprich mit Hacker. Nun gut, das ging jetzt schneller als erwartet. Ein armer Städter haben wir hier. Eine Städterin. Hast du mit deiner Nachbarin gesprochen? Wie geht es ihr? Wenn dein Mann auch hier vorne ist noch ein Händler. Kommen wir denn zu dem? Müssen wir da rein? Ah, hallo, mein Kaufmann. Mein Retter. Willkommen in meiner bescheidenen Hütte. Ach, der ist du das. Du erinnerst dich vielleicht nicht, aber ich vergesse das nie. Zwei Halsabschneider haben versucht, mich auszurauben, und du hast mir geholfen. Ah, stimmt. Ich gab ihnen, was sie verdienten. Und damit hast du dir bei mir Sonderpreise verdient. Ja, das ist ja nett. Kaufst du mir auch gut was ab? Darf ich mal umsehen? Ja, zum Beispiel Runen. Willst du Runen kaufen? Hallo? Ich wollte die Runen haben. Hier, Runen. Willst du Runen kaufen? Kannst du haben. Gut, der nimmt mir nicht allzu viel, aber das, was man hier kriegt, ist eh für den Arsch.
Hier, komm, kannst du auch noch haben. Zack, dann haben wir schon wieder ein bisschen mehr Gold in der Tasche. Also viel kann er nicht. Und dann würde ich sagen, spielen wir noch eine Runde, gewinnt, an bevor wir weiterziehen. Interessiert, aber ich würde gerne Karten spielen. Weil, ja, haben wir schon länger nicht mehr. Können wir mal eine Runde spielen zum Abschluss dieser Folge. So, verbrennen behalte ich, Finte behalte ich ebenfalls. Strömender Regen, haben wir viel Belagerungsmaschinen. Aber ich will jetzt auch nicht so viel Spezialkarten. Ah. Ah, das ist gut. Haben wir die starken Karten alle. So, er fängt damit also an. Nun gut. Starten wir mit dem gleichen Mal. Wieso hat der eigentlich 10 Karten? Was war das? Kostet gar nichts. Ey, will ich auch haben, die Karte. Komm, gib mal her. Finte. Her damit. Ja, genau den. Hallo, ich will die haben. Wieso kann ich da keine Finte drauf anwenden? Wie doof ist das denn? Na egal, hier, nochmal Schwert. Bitteschön. Der verdupliziert sich direkt mal mit ein paar... Na, der hat starke Karten. Respekt, muss man ihm lassen. Hier haben wir noch einen Schwertkünstler. Mit Bogenschützen an. Ich glaube, Takt. So, dann setzen wir mal Verbrennen ein. Zack. Und schon ist er wieder weg. Ach nö, jetzt komm, ey. So nicht sein Ernst, oder? Was machen wir denn jetzt? Kriegen wir den jetzt da? Ne. Wieso? Tausch diese Karte gegen eine Karte auf dem Schlachtfeld aus, um sie wieder in deine Hand zu... Wieso kann ich den nicht nehmen? Ah, kapiere ich nicht. Nun gut, ich hole den mal zurück. Und werde... Will der mich verarschen? Der macht denselben Zug wie ich, der Penner. Ja, ich werde ihm diese Runde geben, weil... Ganz ehrlich, da kann ich noch so viel zaubern. So, und probiere das Ganze jetzt mal weiter. Mein Gegner darf jetzt erstmal ausspielen und der kommt schon wieder mit dieser Zauberwand an. Der macht mich fertig. So, und spielen erstmal den Tribok aus. Ja, ich habe einen Plan. Natürlich. Wäre ja schlimm, wenn nicht. So, dann können wir den ausspielen. Und können uns den hier dazu holen. So. Mein Gegner passt. Das passt mir ganz gut. Weil dann können wir hiermit die Runde gewinnen. Noch eine Karte. Es wird schwer, das zu gewinnen. Ich spiele einfach mal aus und guck mal, was passiert. Die spielt schon wieder so eine Trulla aus. Ey, das ist unglaublich. Bitte, was wird das denn jetzt, wenn es fertig ist, da oben? Also, der ist gar nicht doof, was der da macht. Kommt der mit klirrender Kälte an? Ich glaub, es hackt, ey. Also wir können es praktisch gar nicht mehr gewinnen. Müsste schon ein Wunder geschehen. Und da haben wir schon verloren. Also der ist echt gut. Meine Fresse. Und da fällt mir noch was ein. Wir können...
Aha! Ja, Problem ist nur, dass auch wir darunter leiden. Schade, schade. Damit hätten wir ihm einen Genickstoß verpassen können. Nun gut. Nach der Runde gewinnt, würde ich sagen, verabschiede ich mich von euch. Und in der nächsten Folge, würde ich sagen, geht's wohl Richtung Hauptquest. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier bei The Witcher 3, der wilden Jagd, wieder. Bis zum nächsten Mal.